Herzlich willkommen hier zu Let's Play WRC5. Ich will mit euch zusammen in die Karriere starten. Ja, wenn wir jetzt hier auf Karriere gehen, ist jetzt hier schon Karriere fortzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Ich werde dazu in den nächsten Tagen, oder vielleicht ist es jetzt mittlerweile auch schon rausgekommen, mal ein Video machen. Wir haben einen Twitch-Kanal. Da. Ich habe einen Twitch-Kanal. Und dort werde ich jetzt fast täglich eigentlich probieren, wenn ich was spiele, zu streamen nebenbei. Und wäre auch sehr dankbar, wenn ihr mal vielleicht zuguckt. Und dort haben wir jetzt in den letzten beiden Tagen schon mal WRC5, also ich glaube gestern WRC5 angespielt. Die ersten beiden Rallyes sind wir schon gefahren, haben die erste mit Platz 2 und die andere mit Platz... Ah ne, wir sind 3 gefahren, 2 mit Platz 1 und eine mit Platz 3, genau. Beendet und führen jetzt in der Gesamtwertung und ich werde in den nächsten Tagen die Videos vom Livestream mal zusammenschneiden und dann hochladen. Kommt aber wahrscheinlich erst nach dieser Folge. Deswegen beginnen wir hier erstmal. Wir sind jetzt in der Rallye Finnland am dritten Tag in der fünften Wertungsprüfung. Einer der härtesten Rallyes für Beifahrer, da sie aufgrund der hohen Geschwindigkeit konstantes und punktgenaues Verlesen der Notizen erfordert. Ja, die Rallye Finnland ist auch außerdem einer der schnellsten Rallyes, also die Durchschnittsgeschwindigkeit ist viel, viel, viel schneller als in den anderen Rallyes. So, wir sind auf einer 100% Schotterstrecke. Mihinpaw, sei fast 4 Kilometer lang und wir haben wunderbares Wetter. Ja, bevor ich jetzt hier starte, will ich euch noch was sagen. Und zwar, dass hier aus irgendeinem Bug bei den WRC Union Fahrzeugen, also die Klasse, der wir jetzt noch fahren, aus irgendeinem Grund die kompletten Motorengeräusche fehlen. So, Stoppuhr habe ich nochmal angemacht. Und ich probiere so, dass die Längen der Videos jetzt im Vorab von WRC5 um die 30 Minuten jemals sein werden. So, dann starten wir mal. Also nicht wundern, es ist kein Motorsound da. Wir fahren in einem Elektroauto. Nennen wir das mal vielleicht so. Und die Schade, aber solange wir auf allen Autos, also solange wir jetzt hier in der WRC Junior Klasse fahren, werden wir mal damit so klarkommen müssen, dass wir im Endeffekt kein Motorsound haben. Ja, und ich bin es nicht mehr gewöhnt zu fahren. Gestern ging das eigentlich ganz gut. Für die, die jetzt wundern, hä, was ist jetzt gerade passiert? Also ich habe einmal in der Rallye die Chance, das Ganze zu wiederholen, also zurückzuspulen zum letzten Checkpoint. Es kann sein, dass es manchmal sehr langsam aussieht, aber wenn man dann unten reinguckt, mit 50 in der Kurve zu fahren, ich glaube, das macht dann echt keiner. Also im normalen Leben natürlich in der Rallye schon. Deswegen ist es auch nicht allzu leicht hier zu fahren oder das Spiel zu spielen, wenn man sich dran gewöhnen muss, doch langsamer zu fahren an der Stelle. Und nicht so gefühlt schnell, das klappt dann meistens nicht. Haben wir eben gerade im ersten Mal schon gesehen. Ich dachte, das geht hier links. Also ich muss sagen, in der Rallye Finnland bin ich nicht so gut wie in Polen. Polen war davor. Das werdet ihr dann mal sehen, wenn ich die Livestream-Videos zusammenschneide. Nochmal eine Folge davor mache, was vorab alles geschah. Dass ich da im Endeffekt doch besser gefahren bin. Aber hier, man sieht immer wieder, die Strecke liegt mir nicht so. Außerdem habe ich noch nicht so viel Spielerfahrung in dem Spiel gesammelt. Also das ist das erste Mal, dass ich wirklich mir die Karriere vornehme. Und ja, ich hoffe, dass mein Fahren ja, das besser wird, aber ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. So, man hört hier unser Elektroauto wie ein Flugzeug, wenn wir hier fliegen. Hört sich schon merkwürdig an.
Außerdem haben wir unser Fahrzeug Björn genannt. Ja, man sieht hier, wie wir jetzt die junge Fahrzeuge haben. Wie oft schon im Livestream angesagt, wenn man in die Kurve reindriftet, keinen richtigen Vortrieb. Es ist bloß ein Zweiradantrieb, Vorderachse und daher ist auch nicht ganz so gut. Und ja, das erste Mal, dass wir ziemlich schlecht gefahren sind, im Gegensatz zu gestern. Und damit sind wir jetzt auch leider mit einer Sekunde auf Platz 2 abgefallen und haben auch noch 2 Sekunden zu Platz 3. Und müssen das Ganze jetzt in der Power Stage wirklich reißen, damit wir jetzt hier wieder gewinnen. Flach von Anfang bis zum Ende, wird liebevoll auch als Grand Prix von Finnland bezeichnet. 9 der 10 schnellsten WRC-Rallys fanden hier statt. Hier sieht man es nochmal, wie gesagt, einer der schnellsten Rallys im ganzen Rallye-Kalender. Und wir sind jetzt auf Horka 6,5 Kilometer lang, 100% Schotter und es ist nachts. Unrealistisch ist es schon, da das im Spätsommer stattfindet, ja, die Rallye und dieses weiter im Norden. Ihr müsst eigentlich wissen, dass dann die Sonne nicht mehr untergeht. Oder kaum noch untergeht. Oh, wow, 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 wow. Da war man noch ganz schön schnell jetzt gerade. Und ich muss wirklich sagen, also ohne Beifahrer wäre das Spiel viel, viel schwerer. Wenn man sich denn mal vielleicht auf den Beifahrer auch noch konzentrieren könnte. Und nicht dabei noch reden. So, bevor wir jetzt gleich weitermachen, habe ich gerade in der Aufnahme jetzt vergessen, ganz kurz mal den Teamspeak zu muten, deswegen ist gerade auf reingeschaut. Sound muted. So, dann bin ich jetzt mal aus Versehen hier in den falschen Modus gegangen und will auch wieder in den Vollbild-Modus, sonst macht das Spiel für mich auch keinen Spaß. Und dann kann es jetzt hier auch weitergehen. Und die Schilder sind total überwertet. Ich brauche schon diese Schilder. Also ich hoffe, dass ihr mir jetzt dieses die Fahrweise, die ich vielleicht fahre, die ist nicht die beste. Dass ihr mir das jetzt nicht allzu krumm nimmt. Aber dies wird ja auch noch besser. So. Muss ich aber ein bisschen dran gewöhnen, muss ich ein bisschen einfahren, dann kommt das schon. So, aber ich finde es schon, auch zum Beifahren mal zurückzukommen, im echten Leben müssen sich die Fahrer ja auch wirklich total auf den Beifahrer verlassen können. Vor allem jetzt hier, wir sehen nicht, dass da wo die Kurve jetzt hier lang geht. Wir wissen nicht, wie weit sie rumgeht mit den Bäumen und das ist im echten Leben ja genauso. Und der Beifahrer muss wirklich ein perfektes Timing haben aus dem Fahrer zusammen und der Fahrer muss sich auch 100% auf den Beifahrer verlassen können. Und ja, ich finde das schon erstaunlich, dass es schon oft sieht, dass es, man denkt, es geht links rum, aber dann geht es doch rechts rum und der Beifahrer sagt, es geht rechts rum. Und dann fahren die ja rechts rum, egal ob sie es sehen oder nicht. Wow, und da haben wir uns jetzt ganz schön verbremst, das war jetzt scheiße im Endeffekt. So. Nein. Ah. Gestern hat das eigentlich echt gut geklappt. Gestern sind wir echt gut gefahren. Mann, schaffen wir jetzt den ersten Platz doch nicht mehr zu halten. Aber wir geben jetzt einfach nochmal richtig Gas hier. Und holen das vielleicht jetzt alles noch rauf mit den letzten Metern. Was ich aber ganz schön jetzt bezweifle. Links 2. Auf spitz rechts in spitz links. Auf rechts 2 minus. Auf links 1 minus. So. Minus heißt im Endeffekt, dass die Kurve im Kurveausgang nicht aufgeht, sondern eher noch enger wird. Start rechts 1. Auf links 1 plus. Okay. Und Plus heißt im Endeffekt, dass die Kurve aufgeht. Wenn der Beifahrer sagt, dass man die Kurve halten soll, muss man auf der Seite bleiben.
da kurz danach dann in die andere Richtung ankommen kommt. So. Für rechts 3 plus Wacht zu. Auf spitz links. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt halten kann, sondern ich. Also wir spielen für die, die es nicht wissen, im schwieriger Schwierigkeitsgrad schwer. Rechts 4 minus hin, links 2 minus. Damit wir auch ein bisschen Herausforderung haben. Rechts 2 kurz hin, links 2 halb und geschafft. Da haben wir jetzt gerade hinten, glaube ich, die Band was getroffen. Und hier kommen wir auch schon ins Ziel und haben somit auch die Rallye Finnland beendet. Und wir haben es geschafft, in der Erste zu werden. Und schaffen wir es noch? Wir schaffen es. Wir sind in der Gesamtwertung noch auf Platz 1 gerutscht. Gerade noch so. Mit 2 Sekunden Vorsprung. Das ist akzeptabel. Und hier steht jetzt, gute Arbeit. Sie haben die nächste Eule Rallye Finnland beendet. Machen Sie sich für die Rallye de France Tour de Course bereit. So, hier sehen wir nochmal den Rallye-Kalender verteilt. Also wir sind, wie gesagt, schon 3 Rallyes gefahren. Eine haben wir auf den 3. Platz beendet. Die letzten beiden haben wir dann gewonnen. Und jetzt die vierte jetzt auch gewonnen. Die kleinen grünen Pluszahlen sind für die Power Stage. Wenn der Power Stage erster wird, kriegt 3 Pluspunkte in der Gesamtwertung. Wer zweiter wird 2 und wer dritter wird 1. Die Rest natürlich keins. Und wenn man sich jetzt hier, wenn ihr euch jetzt hier vielleicht wundert, dass wir nicht jedes Land gefahren sind, obwohl die Fahnen ausgefüllt sind. Die Junior WRC fährt nicht in jedem Land. Die fahren bloß Monte Carlo, Portugal, Polen, Finnland, Frankreich, Spanien und England, soweit ich jetzt weiß. So, und erst aber WRC 2 fahren die auch die ganzen anderen Strecken. Im Karrieremodus werden manche Wertungsprüfungen zweimal am selben Tag gefahren. Achten Sie auf Licht und Wetter, dabei die Sichtbarkeit der Straße beeinflusst. So, wir laden uns wieder zurück ins Hauptquartier. Und ich bin mal gespannt, wie wir unseren Rallye-Alltag hier fortführen werden. Jetzt hat das Spiel gerade einen kleinen Hänger gehabt, aber jetzt geht's auch schon weiter. Wir gucken mal in den Kalender. Genau, also die nächste Rallye wird die Rallye Frankreich sein. Danach kommt die Rallye Catalonia, also Spanien. Und danach die Rallye Wales. Dann würde ich sagen, bevor wir hier noch groß rumschauen, ich kann euch mal kurz das Team zeigen, was wir uns ausgewählt haben. Bei Terry Volp, also Beifahrer Timo Horsweb und den Mechaniker und unseren Chefmechaniker. Chefmechanikerin, glaube ich, so wie es aus Katharina oder Katharine Horswipe. So, und ja, unsere Teammoral ist noch exzellent, das heißt, wir machen alles perfekt. Effizienz durchschnittlich, Teamstrategie, Geschwindigkeit, Mentalität, Geschwindigkeit. Ja. Und ich glaube, wir brechen gleich mal auf zur nächsten Rallye. Aber davor müssen wir noch einmal zur Rallye-Schule. Grundlagen die 6. Beschleunigen Sie in Richtung der ersten Schikane und verzögern Sie dann so weit, dass Sie sauber durch den Eingang der Schikane kommen. Beim Ausgang beschleunigen Sie so früh und hart wie möglich. Verzögern Sie für die Hahnalle-Kurve und beschleunigen Sie dann so früh und hart wie möglich in Richtung Ziellinie. Hinweis: Durchdrehende Räder und Untersteuerung stellen eine Herausforderung dar. Geduld und korrektes Gasgeben sind nötig, um diese Lektion abzuschließen. Möchten Sie die Demo ansehen? Ja, das möchten wir natürlich. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich will ja vielleicht sagen, wer im Livestream dabei war, das haben wir nicht ganz so gut gemeistert, die Rallye-Schule insgesamt, da die Fahrpräzision hier noch ganz schön mitzählt hier. Und ja, wir haben schon nicht mehr geschafft, das können wir jetzt gleich wieder vergessen, wir können gleich nochmal von vorne anfangen, da man so lange, man darf eigentlich die Linie nicht verlassen im Endeffekt, man muss aber sich auch an eine Zeit halten. Wir haben es schon nicht mehr geschafft, das heißt, wir können gleich von vorne anfangen. Und wir haben es schon nicht mehr geschafft. Ja. Wie gesagt, Geduld zählt da mit. Haben sie extra anstatt hingeschrieben. Und das sah jetzt gut aus. Das haben wir jetzt geschafft.
Lektion gemeistert. Und jetzt können wir zur nächsten Rallye gehen. Im Hauptmenü können Sie Ihren eigenen Fahrstil festlegen. Es sind mehrere verschiedene Realitätsstufen verfügbar. So. Hier sehen wir einen schönen Ladebildschirm rechts, VW, danach nach links sind Citroën, dann Hyundai und dann das Force-Team. Wir sind im Wohnmobil angelangt und am ersten Tag werden wir gleich drei Wartungsprüfungen fahren. Wartungsprüfung 1, 2 und 3. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal am ersten Tag. Die schöne Aussicht hier am Ladebildschirm. Die scheinbar nie endenden Abschnitte der vielen Richtungswechsel brachten der Rallye den Beinamen die Rallye der 10.000 Kurven ein. Ja, anscheinend ziemlich viele Kurven hier. Aber es ist auch bergig, das heißt, es werden öfter garantiert, hoffe ich, oder denke ich mir mal, Serpentinen dabei sein. Und wir starten gleich mal hier bei leider nicht so schönem Wetter. Denn gerade war echt schönes Wetter, aber es ist auch sichtlich anscheinend noch morgens. In die ersten 7 Kilometer im 100% Asphalt. Ja, endlich mal wieder eine Asphalt-Rallye. Oder vielleicht größtenteils Asphalt. Und ja, diesmal hört man eben, dass wir eindeutig ein Elektroauto haben. Unser Björn. So. 30, links 3 minus, in rechts 4. Da haben wir aber gerade etwas zu spät gelenkt, aber das ging gerade noch so gut. Für links 4, Bremse auf, Abzweigung links 1 plus. Und da haben wir den Poller nochmal mitgenommen. Für rechts 1, lang. Aber damit muss man eben rechnen, wenn man hier als Poller arbeitet. Wenn Für jetzt. links 3. Ah, naja. Für rechts Aber ich 3, muss Acht sagen, das zu, in Spiel links 2 ist plus. echt gut geworden. Im Vergleich zu WRC4. Man fährt jetzt echte Für Strecken. links Man 4, hat in wirklich auf rechts einer Strecke 3, verschiedene halten, in links Bedingungen. 2 Also plus, was lang. der Grip, der Traktion betrifft. Je nachdem wirklich welches Wetter, die Sichtverhältnisse. Auf rechts 4, Ich muss wirklich Vollgas, sagen, es hat sich auf links 3 ziemlich viel plus. getan. Natürlich ist das Spiel noch nicht perfekt. Man sieht im Für Internet immer rechts noch 3 minus negative los, in spitz links. Bewertungen. Auf links 2 Wir haben minus, ja hier auch auf das Problem mit rechts dem 3 Spielsound. kurz. Auf rechts 3 minus, halten, in Natürlich spitz nervt mich links, das auch, auf aber spitz ich finde, rechts. das sollte den Spielspaß nicht stoppen. 30, Und ich links finde auch, 1 das plus, Spiel auf kommt ja aufs spitz Autofahren drauf links. an. Und da waren wir jetzt doch zu schnell, da waren wir jetzt viel zu schnell. Das darf man Auf wirklich nicht unterschätzen. rechts Ich hätte jetzt 3 gedacht, wir plus, schaffen in das, links 4 aber minus, Bremse, auf links 2 kurz. dann lieber doch ein bisschen langsamer in dem Fall. Für rechts 3, Bremse, auf Abzweigung rechts 1 plus. So ist das doch Für gut. spitz rechts. Für rechts 3, macht zu, auf Kuppe links 2 kurz. Für rechts 3 plus. Also ich muss wirklich sagen, hier kann man nicht allzu Für viel reden in rechts dem Let's 4 Play, minus, macht obwohl ich tue zu, es ja in trotzdem. Vorsicht, links 3, Aber macht stark zu, in spitz muss sich rechts, wirklich darauf in links konzentrieren, 3. was der Beifahrer hier auch sagt, sonst Auf liegt man rechts im 2 Gebüsch. kurz, in links 2, Bremse, auf Abzweigung links 1 plus. Und ich dachte, hier geht es jetzt nach rechts, aber der Beifahrer hat links Für gesagt und rechts dann 2 plus, muss lang, man halten, wirklich in links 3, reinfahren. lang. Lässt sich richtig schön fahren hier, muss ich wirklich mal sagen. Für rechts Sehr 2 schöne kurz, Landschaft. in spitz links. Schöne große Straße. Für links 2 plus, kurz. Für rechts 2 minus. Oh. 80, Haarnadel links, in Und dann spitz gibt es links, eben auch halten noch auf, viele rechts 4 lang, macht zu, Bewertungen, halten. dass der Beifahrer eher redet wie ein Roboter. Aber ich finde, das geht. Er ist originalgetreuer als in Für links WRC4. 3 plus, Habe ich in auch spitz gespielt. Hat rechts. sich noch kein Let's Plays damals zugemacht, aber. Für rechts 3 minus, Vielleicht in können wir links das auch noch 3 mal zocken plus, als Vergleich. Da AV. vergleichen wir mal vielleicht Strecken oder sowas. Für Vielleicht Kuppe gibt es da links gleich 4 Strecken, muss ich kurz, das mal wieder in rechts installieren und 4. dann können wir Auf mal gucken, links was sich 4 da so minus, getan in hat. rechts 3, Bremse, auf Abzweigung links 1 plus, halten. Oh. Auf spitz links, in rechts Und die 3 quietschen kurz. Reifen hier unseres Elektroautos Für Björn. links 3 minus, Muss kurz, man muss auf wirklich sagen, es rechts ist 2 sehr plus. 10.000 10.000 Für Kurven, Vorsicht, ob das Haarnadel hinkommen rechts kann. auf, spitz links. Ja, der Kopf haben wir 50, jetzt leider nicht Vorsicht, perfekt links genommen. 2, Bremse, in Haarnadel Aber links.
Da waren wir jetzt leicht zu schnell, haben mit den Zaun noch mitgenommen, wie man gehört hat. 50, Haarnadel rechts. Aber solange wir ja heile bleiben, 40, links 3, kurz ist das in, dann noch gut. 4, kurz in, rechts 2 plus. So, hier haben wir die Vorzielankündigung. Und dann fahren wir jetzt hier links 5 auf, auch rechts ins Ziel. Und geschafft. So, und damit sind wir jetzt auch ins Ziel angekommen. Wir laden noch unseren Ghost hoch. Und hier im Hintergrund sehen wir schon, dass wir mit 200stel jetzt in Führung gegangen sind vor Christian Riedmann. Und ich frage mich, warum wir jetzt gerade so lange warten, um unseren Ghost hochzuladen. Das ist jetzt im Endeffekt doch ziemlich nervig, dass wir jetzt hier warten müssen. Warum dauert denn das jetzt so lange? Ich hatte damit noch nie Probleme. Das Loot sonst immer sofort hoch, aber irgendwie tut es das jetzt doch nicht. Ich weiß jetzt nicht warum. Kann ich euch auch nicht sagen. Wir warten noch mal kurz. Wenn nicht, werde ich das Spiel mal ganz kurz beenden müssen und dann sehen wir uns gleich wieder. Warum dauert das jetzt hier so lange an der Stelle? Das ärgert mich jetzt wirklich. Ist mein Internet noch da? Ja, mein Internet ist noch da. Ich bin auf dem TS noch geblieben. Aber irgendwie scheint es jetzt hier verbuggt zu sein oder doch mit dem Internet zu tun zu haben. Naja, wir haben jetzt schon 20 Minuten gespielt. Da würde ich jetzt erstmal die Folge beenden. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, spielt mit dem Pontus WRC5. Bis dahin. Ciao. Ciao.